heutigen Maultaschentest schaue ich mir die Maultaschen von der Gourmet Kochmanufaktur an. Ich habe hier die ganz normalen schwäbischen Maultaschen. Hier steht schon drauf mit 41% Fleischanteil. Zutaten sollen zu 78% aus der Region kommen. Bei der Zutatenliste sind 41% Wurstbrett aufgeführt. Dann ganz normal Nudelteig, voller Ei, Weizenmehl, Spinat mit 15%, nochmal Schweinefleisch extra mit 10%, Zwiebeln, voller Ei, Semmelbrösel. Die Zutatenliste sieht recht clean aus, aber ich gebe jetzt mal eine Maultasche ins Wasser. Und eine probiere ich ja so, deswegen bleibt eine hier und eine kommt ins Wasser. Von außen sieht die Maultasche schon mal sehr gut aus, finde ich. Aber ich schneide mir jetzt mal hier die Scheiben runter. Das Schnittbild sieht gut aus, man sieht hier auch ein paar Fleischstücke, also so Fleischeinlage. Der Geruch gefällt mir auf jeden Fall, man hat so einen leichten Fleischgeruch. Das hat eine schöne Bissfestigkeit, man kann hier auch noch die einzelnen Zutaten erkennen, das finde ich ganz gut. Aber jetzt hole ich mal die warme Maultasche und dann schauen wir mal, wie sie warm schmeckt. So, jetzt die warme Maultasche, schneide die auch einfach mal an. Das fällt hier ein kleines bisschen auseinander. Die Textur finde ich immer noch sehr schön. Schnittbild ist auch noch in Ordnung. Klar ist jetzt ein bisschen auseinandergegangen. Ich habe volle Punktzahl im Geruch. Es hat einen schönen fleischigen Geruch gehabt. Einfach typisch, wie es bei einer Maultasche sein sollte. Beim Aussehen habe ich was abgezogen, weil die Maultaschen halt auseinandergefallen sind. An sich sahen sie schön aus, aber dafür musste ich dann halt was abziehen. Beim Geschmack habe ich ein kleines bisschen was abgezogen, weil ich fand, die Maultaschen waren ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Bei der Textur gab es die volle Punktzahl, weil ich fand, die Maultaschen haben eine schöne Textur. Die waren schön bissfest. Die hatten vorm Warm machen eine schöne Textur und wo sie warm waren, hatten sie auch noch eine gute Textur. Also die fand ich auf jeden Fall gut. Den Maultaschen von der Gourmet Kochmanufaktur habe ich 1 Stern gegeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an und abonniere gerne den Kanal. Und wenn du Maultaschen hast, die ich testen soll, dann schreib das gerne in die Kommentare.